Hallo Leute, hier ist Anne und wir reden heute über den GLPT. Ein paar von euch haben mich ja schon mehrmals gefragt, was ist eigentlich aus dem GLPT geworden? Hast du schon deine Ergebnisse bekommen? Und ja, seit heute, dem 23. Januar um 10 Uhr morgens in Japan, also seit 2 Uhr nachts in Deutschland, sind die Ergebnisse online einsehbar. Bevor wir über die Ergebnisse reden, spanne ich euch ein bisschen auf die Folter und rede mit euch nochmal darüber, wie sich der Test für mich eigentlich angefühlt hat. Der Test ist in mehrere einzelne Teile strukturiert. Im Fall vom N3 gibt es drei Teile. Einmal den Teil Vokabeln und Grammatik, dann den Teil Leseverständnis und den Teil Hörverständnis. Was ich gut fand, war, dass es Pausen gab. Was ich nicht so gut fand, war, dass die Pausen unglaublich lang waren. Jede der Pausen war mindestens 30 Minuten lang und ich habe nicht verstanden, warum das so war. Ich verstehe, dass es gut ist, wenn man eine Pause hat, um seinen Kopf frei zu bekommen. Aber über 30 Minuten, ich weiß nicht, warum das sein muss. Für mich war es einfach zu lang und ich habe mich dann mit anderen Teilnehmern unterhalten. Das war natürlich auch ganz nett, aber dadurch war man wirklich von 13 Uhr, wo der Test anfing, bis 17.30 Uhr vor Ort. Und die Testzeiten an sich waren insgesamt, glaube ich, nur 1,5 bis 2 Stunden in meinem Fall. Also es ist eher so, dass die Pausen das Ganze gestreckt haben und langgezogen haben und dadurch halt eben der ganze Nachmittag, eigentlich fast der ganze Tag dafür drauf ging. Eine andere Sache, die mit der Zeit zu tun hat, die ich im Nachhinein ziemlich witzig finde, ist, dass ich eine Uhr mitgenommen habe, die nicht funktioniert hat. Das heißt, ich habe diesen Test die ganze Zeit gemacht, ohne eine Uhrzeit zu haben. Also ihr müsst euch vorstellen, jeder Teil hat eine bestimmte zeitliche Vorgabe und die ist recht knapp. Und die ist wirklich nicht so, dass man sich sehr viel Zeit lassen kann. Aber die Uhr, die ich mitgenommen hatte, war kaputt. Sie hat nicht funktioniert. Das heißt, ich habe jeden Teil machen müssen, ohne wirklich eine Übersicht über die Zeit zu haben. Wobei ich aber auch das Gefühl hatte, dadurch, dass ich einfach nicht diesen zeitlichen Druck hatte und ich wusste, oh mein Gott, nur noch so und so viele Minuten, habe ich mir einfach keinen Stress machen lassen und die Aufgaben so gut bearbeitet, wie ich es für gut hielt. Die Personen, die Aufsicht in meinem Raum gemacht haben, haben 5 Minuten vor der Abgabe gesagt, dass es noch 5 Minuten sind. Das hat mir geholfen. Aber meistens, wenn sie gesagt haben, dass es nur noch 5 Minuten sind, war ich auch schon dabei, meine Antwort nochmal zu überprüfen und nochmal zu gucken, kann ich noch irgendwo was besser machen? Gibt es noch irgendwelche Teile, wo ich gar keinen Plan habe, wo ich jetzt raten muss? Also ich hatte das Gefühl, dass auch ohne Uhr ich sehr, sehr gut mit der Zeit zurechtkam und eigentlich überhaupt keine Probleme hatte. Also es war nie so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss jetzt abgeben und ich habe noch 5 Fragen nicht beantwortet oder so. Das heißt, vielleicht hat die fehlende Uhr mir auch irgendwie ein Stück Stress genommen. Ich kam auf jeden Fall sehr gut damit klar. Als nächstes kommen wir mal zu den Aufgaben. Ich habe viele Beispieltests vorher gemacht und auch viele Bücher benutzt, die eben schon mit der Struktur der Aufgaben arbeiten, die auch im Test benutzt werden. Und ja, dadurch hatte ich mit den Aufgabentypen keine Probleme. Ich werde jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Typ eingehen, aber es waren die typischen Aufgaben dabei. Wie zum Beispiel, dass man einen Kanji in einem Satz unterstrichen hatte und man dann aus 4 Auswahlmöglichkeiten auswählen musste, wie das gelesen wird. Oder eben andersrum, man hatte eine Lesung und musste das Kanji in dem Satz dazu auswählen. Oder auch die Aufgaben, wo man 4 Freifelder hat, 4 Antwortmöglichkeiten und jede Antwort kommt in 1 dieser Felder und das sternmarkierte Feld muss man dann ankreuzen. Wer diese Aufgaben kennt, weiß, was ich meine. Wer sie nicht kennt, für den hört sich das vielleicht komisch an, aber egal. Und auch beim Leseverständnis waren nicht wirklich andere große, unerwartete Aufgaben dabei. Also es war wirklich alles so, wie man es kennt. Auch die Höraufgaben waren so, wie sie auf jeder Beispiel-CD sind, die man zum GLPT kaufen kann. Es war wirklich von den Aufgaben her für mich keine große Überraschung, dadurch, dass ich mich eben mit Material vorbereitet habe, das extra für den GLPT ausgelegt ist. Von daher muss ich sagen, unterm Strich fand ich die Struktur des Testes, so wie erwartet, nicht unbedingt super geeignet, um zu beurteilen, wie gut ich jetzt Japanisch spreche, aber eben ein typisch japanischer Multiple-Choice-Test. Was anderes kann ich dazu einfach nicht sagen. Also ob dieser Test sinnvoll ist oder nicht, auf diese Diskussion möchte ich jetzt erstmal nicht unbedingt eingehen. Denn da gibt es unterschiedlichste Meinungen und ich bin mir selbst eigentlich nicht so sicher und ich mache ihn, obwohl ich ihn nicht 100% für sinnvoll halte. Trotzdem war es so, dass ich nach dem Test das Gefühl hatte, dass ich nicht bestanden habe. Ich war mir ziemlich sicher. In jedem der 3 Teilgebiete musste man beim N3-Niveau des JLPT 19 Punkte erreichen. Das war aber nicht das einzige Bestehkriterium. Das zweite Bestehkriterium,
Bestehkriterium, ist das richtig? Egal, das zweite Kriterium war, dass man insgesamt 95 Punkte brauchte. Das heißt, selbst wenn man in jedem Teil 19 Punkte erhalten hat, waren das immer noch ungefähr 40 Punkte zu wenig. Wenn wir genau sind, 38? Ich hatte eigentlich drauf gepokert, dass ich im Vokabelteil gerade so die Mindestpunktzahl erreichen werde und im Leseteil eine relativ durchschnittliche Punktzahl haben werde und dafür die meisten Punkte im Hörteil rausholen werde. Während bzw. nach dem Test hatte ich dann das Gefühl, dass ich im Vokabelteil so richtig verkackt habe und wenn überhaupt die Mindestpunktzahl gerade so erreichen würde, dass der Leseteil ganz okay war, aber ja auch nicht besser oder schlechter von mir erwartet war. Und aber, dass ich im Hörteil auch total verkackt habe, weil ich hatte einfach am Ende keine Konzentration mehr. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem Test ist es so, dass die Hörbeispiele bzw. die Höraufgaben nur einmal abgespielt werden und dann kommen die Antworten. Das heißt, du kannst dich nochmal zurückspulen, das nochmal hören. Du musst es einmal hören und dann musst du wissen, welche Antwort es ist. Und ich konnte mich bei manchen Sachen einfach nicht mehr konzentrieren, weil es wirklich recht schnell ging. Und irgendwie war das für mich dann so, okay, die haben das und das und das gesagt, also ist es vielleicht das und das. Dann Moment, da kommt schon die nächste Aufgabe, du musst zuhören. Und es war wirklich so, dass ich ja, mit mir gestruggelt habe, warum ich eigentlich nicht mehr so diese Konzentration hatte, weil die Höraufgaben für mich an sich nicht so ein Problem sind. Das heißt, nach dem Test bin ich eigentlich erstmal davon ausgegangen, dass ich das Ganze nicht geschafft habe. Ich habe erstens daran gezweifelt, dass ich in dem ersten Teil, in dem Grammatikteil, in dem Vokabelteil die 19 Punkte habe. Und ich habe daran gezweifelt, dass ich insgesamt über 95 Punkte habe. Natürlich ist es so, dass man mit den Fragen, wo man rät, beziehungsweise wo man sich nicht so richtig sicher ist, auch Glück haben kann, dass sie richtig sind. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bräuchte eine sehr große Portion Glück, um zu bestehen. Aber jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Habe ich bestanden oder nicht? Das ist hier die große Frage. Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe gedacht, dass ich eigentlich direkt nachgucken werde. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nein, ich brauche jetzt mal ein paar Minuten. Ich möchte erstmal richtig wach werden. Und dann habe ich eben doch nachgeschaut und war sehr positiv überrascht. Tada! Ich habe bestanden und das mit ganzen 120 Punkten. Ja, ich konnte es selbst kaum glauben. Es war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe doch bestanden. Ich war wirklich super positiv überrascht, weil ich echt nicht mehr damit gerechnet habe, dass ich bestanden habe. Eben einfach, weil ich das Gefühl hatte, es hat zu viel Glück dazu gehört, dass ich bestanden habe. Trotzdem habe ich sogar mit einer recht guten Punktzahl bestanden. Ich habe sogar in dem Teil, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mal die Mindestpunktzahl erreiche, 10 Punkte mehr gehabt. Das heißt, im ersten Teil hatte ich 29 Punkte von 60 möglichen. Das ist ja genau die Hälfte. Ich denke mal, vieles war auch ein bisschen Glück, weil bei den Vokabeln war ich mir wirklich unsicher. Und wenn ich den Test nochmal mache, beziehungsweise im Winter, wenn ich den Test nochmal mache, möchte ich auch wirklich sicherer sein, was die Vokabeln angeht. Ich möchte nicht das Gefühl wieder haben, so viele Vokabeln, die ich nicht kenne. Yay, was soll das hier eigentlich? Das waren nämlich teilweise wirklich meine Gedanken. Im zweiten Teil waren meine Ergebnisse wie gedacht, also 41 von 60 möglichen Punkten. Das ist ganz gut. Ich bin mit dem Teilergebnis zufrieden. Das ist so, wie ich mich selbst auch eingeschätzt hatte im Leseverständnis. Und ich habe im dritten Teil 50 von 60 möglichen Punkten. Und wenn da nicht sehr viel das Glück mit reingespielt hat, weiß ich leider auch nicht, woran es lag, dass der Hörteil so gut geklappt hat. Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass ich einfach unterbewusst das doch recht gut verstanden habe und dann instinktiv die richtigen Sachen angekreuzt habe. Keine Ahnung. Ich kann auch nur Theorien aufstellen, warum dieser Teil so gut ausgefallen ist. Trotzdem bin ich sehr zufrieden. Ich habe sogar eine runde Punktzahl. Das finde ich eigentlich ziemlich lustig. Irgendwie ist es trotzdem komisch. Ich bin mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, weil es doch viel besser ausgefallen ist, als ich nach dem Test gedacht hätte. Aber ich hätte doch gern ein viel besseres Ergebnis gehabt und nenne mich jetzt nicht perfektionistisch. Das Ganze ist so, ich denke mir, man macht diesen Test und möchte zeigen, dass man ein gewisses Niveau dieser Sprache spricht. Doch dann erreicht man eigentlich nur 2/3 dieses Niveaus. Also klar habe ich bestanden und klar reicht es, um dieses Niveau zu sprechen, aber eigentlich kann ich nur die Grammatik auf dem Niveau. Was Vokabeln angeht, fehlt mir so vieles. Und das finde ich selber eigentlich ziemlich schade. Ich weiß nicht, ob mich irgendjemand versteht, aber
ich fühle mich nicht so richtig, als hätte ich dieses Niveau wirklich erreicht, weil ich genau weiß, wo meine Defizite sind. Andererseits spornt es mich aber natürlich an, wenn ich jetzt das gleiche oder vielleicht noch ein höheres Niveau machen werde, dass ich dann viel mehr noch meinen Fokus auf die Vokabeln lege. Und ja, das tue ich wirklich. Ich habe letzte Woche angefangen, bevor ich das Ergebnis hatte, die Vokabeln für N3 weiterzulernen, weil da nämlich noch so viele sind, die ich einfach nicht kann. Und ich mir gesagt habe, selbst wenn ich bestehe, was ich ja jetzt habe, wenn ich dann den N2 mache, fehlen mir eben genauso viele Vokabeln und noch viel mehr. Also bin ich jetzt dabei, bis zum Dezember diesen Jahres, ja, die ganzen Vokabeln von N3 und N2 zu lernen. Mal sehen, was das wird. Und viel länger will ich euch heute eigentlich gar nicht aufhalten. Ich wünsche allen meinen herzlichen Glückwunsch, die den Test bestanden haben. Und ich wünsche allen, die nicht bestanden haben, sehr viel Erfolg beim nächsten Mal. Oder sehr viel Humor, wenn ihr den Test nicht nochmal machen wollt. Das ist ja jedem selbst überlassen. Lasst euch nicht davon unterkriegen. Es ist nur ein Test, der eigentlich nicht viel aussagt. Und wenn man kein bestimmtes Ziel damit verfolgt, dann ist es eigentlich auch nicht so schlimm. Und ich habe euch ja auch gesagt, dass ich kein bestimmtes Ziel mit diesem Test befolgt habe. Das hat sich eigentlich im Nachhinein geändert, nachdem ich den Test gemacht habe. Mittlerweile habe ich ein Ziel, warum ich diese Tests machen möchte. Das liegt aber noch sehr weit in der Zukunft. Deswegen bin ich selbst mal sehr gespannt, ja, wie sich dieses Ziel so entwickeln wird. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mit mir auch so ein bisschen diese GLPT-Lernphase durchgemacht habt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.